Spiele sind teuer. Zwischen 40 bis 70 Euro wird man gut und gerne mal für ein neues Spiel los. Und wenn der Trend in die Richtung weitergeht, werden Spiele wahrscheinlich noch teurer werden. Auch wenn es immer mal wieder Rabatte gibt, so ist man sich doch nicht bei jedem Spiel sicher, ob man es auch langfristig spielen will. Und Demos sind leider immer seltener geworden. Genauso wie Anleitungen in Papierform. Ach ja. Aber es gibt sie noch. Die Möglichkeit, sich wie früher Spiele für wenig Geld auszuleihen und dann zu spielen. Nur hat diese Möglichkeit neue Formen angenommen. Mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen. Doch worum geht's hier eigentlich? Ganz einfach. Es geht um den Xbox Game Pass. Aber Lunevo, der Game Pass ist doch für die Xbox, steht doch auch im Namen, oder? Nee. Die Zeiten, in denen Microsoft PC-Spielern gegenüber die kalte Schulter gezeigt hat, sind vorbei. Microsoft hat zwar während der Xbox und Xbox 360 PC-Spieler keines Blickes gewürdigt, doch nach dem Erfolg von Plattformen wie Steam oder dem Epic Games Store blieb Microsoft einfach nichts anderes mehr übrig, als in den sauren Apfel zu beißen und die PC-Plattform mit Spielen zu überschütten. Etwas verspätete Zuneigung, aber dennoch eine nette Geste. Was genau ist im Game Pass drin? Mit dem Game Pass erhaltet ihr für 4 Euro im Monat oder für 4 Geld, je nachdem wo ihr wohnt, Zugriff auf ca. 100 Spiele in digitaler Form aus allen möglichen Genres. Es ist quasi so, als hätte man ein komplettes Regal voller Videospiele, die man beliebig oft und lange spielen kann. Wer Rennspiele mag, für den ist zum Beispiel Forza Horizon 4 dabei. Für Abenteurer gibt es No Man's Sky und das neue Survival-Spiel Grounded ist ebenfalls dabei. Flieger können den neuen Microsoft Flight Simulator ausprobieren. Übrigens ist neu ein gutes Stichwort. Alle neuen von Microsoft gepublishten Spiele erscheinen sowohl für die Xbox als auch für den PC. Wow. Doch leider hat der ganze Spaß auch Nachteile. Zuallererst dürft ihr eure Spiele nur so lange spielen, wie ihr den Game Pass abonniert habt. Gut, es sind zwar nur 4 Euro, aber 4 Euro haben oder nicht haben. Darüber hinaus könnt ihr Spiele nur über die Xbox-App und auf dem PC spielen. Speicherstände sind also nicht auf Steam oder so übertragbar. Darüber hinaus könnt ihr bei vielen Spielen zwar mit Xbox-Spielern zusammenspielen, jedoch nicht mit Spielern, die das Spiel nur auf Steam besitzen, wobei es da auch einige Ausnahmen gibt. Etwas, was nicht wirklich negativ sein muss, was aber auf jeden Fall sich negativ auswirken kann, ist, dass die Spiele regelmäßig wechseln. Alle paar Monate kommen neue Spiele hinzu und alte verschwinden. Und damit auch eure Chance, sie zu spielen. Ihr könnt aber alle Spiele, die im Xbox Game Pass enthalten sind, während ihr Mitglied seid, verbilligt kaufen. Das heißt, ihr könnt Spiele, die euch besonders ans Herz gewachsen sind, auch nachdem euer Abo endet, weiterhin behalten. Und um diese Liste an Einschränkungen abzurunden, braucht ihr Windows 10. Zwingend. Ehrlich gesagt kommt bei mir persönlich durch den Windows 10 Zwang und die Xbox-App ein bisschen das Gefühl auf, als würde mein PC zu einer Art Xbox mutieren. So viele Einschränkungen wie das sind. Doch genug Gerede über den Technikkram. Eigentlich geht's ja um die Spiele. Bei ca. 100 Spielen ist es natürlich nicht möglich, alle in einer kurzen Form zu besprechen. Deswegen haben wir uns 5 Spiele aus verschiedenen Genres rausgesucht, die uns persönlich interessieren, damit ihr einen Einblick in den Game Pass erhaltet. Wir? Da der Game Pass eine so große Bandbreite an Spielegenres abdeckt, habe ich mir Hilfe in Form von Cuddy und Fury ins Boot geholt. Jeder wird die Spiele besprechen, mit denen er sich am besten auskennt. Ein absoluter Klassiker unter den Ego-Shooter-Spielen. Für den Entwickler Bungie war Halo ein so großer Erfolg, dass sie selbst 20 Jahre später immer noch Halo entwickeln, nur unter anderem Namen und mit einer gehörigen Prise World of Warcraft abgewürzt. Für alle, die die Story von Halo nicht kennen, einmal eine kurze Zusammenfassung. In Halo spielt ihr den Master Chief oder im Koop die Master Chiefs. Der Master Chief ist ein einzigartiger, genmodifizierter Soldat, der für die Menschheit gegen die Allianz kämpft. Die Allianz ist ein Haufen unterschiedlicher Alienvölker, die den Rassismus gegenüber sich selbst aufgegeben haben, dafür aber die Menschheit mit vollem Herzen hassen. Die Story lässt sich noch sehr viel weiter vertiefen, da zahlreiche Filme, Comics und Spiele diese ausweiten, jedoch machen wir das Fass an dieser Stelle am besten nicht auf. Als Master Chief schießt, prügelt, fahrt und fliegt ihr durch Horden an Gegnern und habt dabei eine Menge Spaß. Den Spaß könnt ihr sogar zu zweit haben. Die gesamte Kampagne kann auf der Konsole im Splitscreen und auf dem PC übers Internet gemeinsam erlebt werden. Und außerdem gibt es Crossplay zwischen Xbox und dem PC. Neben der Kampagne könnt ihr euch in PvP-Schlachten mit anderen Spielern oder euren Freunden messen. Anfang der 2000er, als Halo erschien, war es noch angesagt, sich zusammen mit seinen Freunden mit einer einzigen Xbox und 4 Controllern bewaffnet vor einen kleinen Fernseher zu drängen, um sich gegenseitig zu teabaggen. Oh mein Gott, Disrespect. Aber heute sind sicherlich andere Sachen in. Nichtsdestotrotz machen die PvP-Schlachten Spaß und bei Halo könnt ihr euch sogar eure eigenen Schlachtfelder bauen. Im Schmiedemodus ist es möglich, eigene Minispiele mit individuellen Regeln zu gestalten
Oder ihr legt Hand an die Maps an und platziert Sprungpads, Fahrzeuge und vor allem Raketenwerfer. Viele Raketenwerfer. Raketenwerfer für alle! Spielt Halo. This is the way the world ends. Ja, während der Lunevo Hand an seine zahlreichen Raketen anlegt, erzähle ich euch mal von zwei Spielen, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe. Age of Empires. Als Kind habe ich Teil 1 echt hardcore gesuchtet, nachdem ich es quasi gratis aus einer Computerbildspiele bekommen hatte. In Age of Empires könnt ihr euch eines von zahlreichen Völkern der Antike aussuchen und mit Hilfe der Technologien dieses Volkes einen Krieg gegen andere Völker gewinnen. Dabei habt ihr die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Modi. Im Kampagnenmodus lernt ihr das Spiel kennen. Ein Erzähler führt euch durch die Geschichte des Volkes, das ihr gerade spielt, und erklärt euch, wie ihr eurem Volk gerade helfen könnt. Beispielsweise spielt ihr in den ersten Leveln nomadische Ägypter, die nach und nach lernen, sesshaft zu werden, beispielsweise durch Landwirtschaft, einen Hafen und vieles mehr. Außerdem lernt ihr zunehmend, euer Volk vor Feinden zu schützen, die euch euer Gebiet streitig machen wollen. Habt ihr es durch die Tutorial-Kampagnen geschafft, erwarten euch noch viele weitere spannende Stories. Den Szenario-Modus könnt ihr wahlweise alleine oder mit anderen Spielern mit oder ohne KI spielen. Ihr startet unter den gleichen Bedingungen auf einer Karte und wetteifert darum, wer oder welches Team den größten technologischen Fortschritt erlangt und das größte und beste Militär aufbaut und die anderen Spieler dann platt macht. Es gibt noch einige andere Gewinnstrategien, welche das sind, könnt ihr im Game Pass herausfinden. Age of Empires 2 ist im Prinzip eine Verbesserung von Teil 1. Die Grafik ist schöner und es gibt einige kleinere Veränderungen, sodass eingefleischte Age of Empires Fans voll auf ihre Kosten kommen. Ein Highlight ist, dass man historische Schlachten der Antike nachspielen kann und sich die Geschichten der Völker inklusive ihrer Form der Kriegskunst durchlesen kann. Und für den Langzeitspaß ist durch den mitgelieferten Map-Editor gesorgt. Damit erstellen Spieler eigene Maps, Szenarien und sogar ganze Kampagnen, die ihr euch kostenlos im Spiel herunterladen könnt. Ich selbst habe Teil 2 erst über den Xbox Game Pass kennengelernt und bin vollauf begeistert. Ein weiteres Schmuckstück im Xbox Game Pass dürfte viele Survival-Game-Fans unter euch begeistern, die keine 50 Euro in die Hand nehmen wollen. Ark Survival Evolved. Für die, die das Spielprinzip noch nicht kennen: In Ark landet ihr als Schiffbrüchiger an einem Strand und seid umzingelt von Dutzenden Dinos und anderen längst ausgestorbenen Lebewesen. Ein Großteil von ihnen ist höchst angriffsfreudig, also müsst ihr lernen, euch zu verstecken und an einem sicheren Ort Waffen und Gegenstände zu bauen, mit denen ihr die Dinos entweder töten oder zähmen könnt. Wenn ihr einen Dino gezähmt habt, könnt ihr ihn auch züchten. Eine Freundin von mir nimmt dabei wirklich nur den Nachwuchs, der zu 100% ihren Wünschen entspricht. Ich selbst spiele Ark lieber ehrlich gesagt etwas safer. Ich farme Berge an Material und baue mir große Hütten an möglichst entlegenen Orten. Und das Ganze hat auch noch einen kleinen netten Nebeneffekt. Ihr lernt ausgestorbene Tierarten kennen und findet viel über ihre Verhaltensweisen heraus. Grounded ist ein Survival-Game, welches sich euch in die Schuhe von sehr kleinen Kindern steckt. Ihr wurdet auf Ameisengröße geschrumpft und müsst euch nun die Gefahren des häuslichen Gartens stellen. Ihr könnt bis zu 4 Spieler Koop zocken. Wir konnten so gute 3-4 Stunden mit dem Game Spaß haben. Ich selber habe noch nicht viele Survival-Games gespielt und kann deswegen schwer Vergleiche zu anderen Games ziehen. Womit das Game auf jeden Fall punktet, ist die einzigartige Perspektive. Alles aus der Sicht einer Ameise zu sehen, kann ganz schön Horizont erweitern sein. Das Gameplay ist recht klassisch gehalten, erwartet also keine überwältigenden Gameplay-Neuheiten. Es gibt sogar eine kleine Story, die durch die Spielfiguren selbst und durch einen Roboter, den ihr später im Spiel antrifft, erzählt bekommt. Die eigentliche Aufgabe in Hauptquests besteht nämlich darin, wer hätte es gedacht, wieder normal groß zu werden. Eure Spielfiguren können sich an nichts erinnern und der Roboter scheint eure einzige Hilfe zu sein, wieder normal groß zu werden. Wenn ihr den Roboter im Spiel gefunden habt, bekommt ihr ein paar Quests von ihm, welche ihr bei erfolgreichen Abschluss mit Wissenschaftspunkten belohnt werdet. Davon könnt ihr neue Ausrüstung und Baugegenstände kaufen. Und so wird wahrscheinlich auch der Gameplay-Loop im fertigen Spiel aussehen. Quests erledigen, um stärkere Ausrüstung zu bekommen, mit denen ihr dann gefährlich die Bereiche des Gartens erkunden könnt. Bis dahin dauert es aber noch. Ich würde euch empfehlen, noch ein paar Updates abzuwarten, bis wirklich mehr Content im Spiel ist und der Gameplay-Loop sowie auch die Story sich richtig entfalten können.